Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 25 Jahre habe ich im Bezirk Pankow mich mit Stadtentwicklung, Wohnen und so weiter auseinandersetzt. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung schon verloren, dass wir Grüne dieses Thema zum zentralen Thema auch in Berlin machen. Aber dieser Kongress heute macht mich so froh und so mutig, weil ich schon gehört habe, was hier gesagt worden ist, dass wir endlich das machen, was wir schon immer, Franziska, wir hatten doch in der... Die AL war doch diejenige Partei, die damals gesagt hat und das Wohnen in den Mittelpunkt gestellt hat. Und jetzt machen wir das wieder und das ist gut so. Wir haben uns da auch mühsam herangetestet. Ich erinnere an den Mietenkongress, den wir in Wedding hatten, wo wir uns laviert haben, auch nicht. Aber jetzt in diesem Leitantrag sind ganz klare Forderungen, sind ganz klare Positionen, die auch für diese Stadt wegweisend sind. Die anderen haben, es wurde ja schon gesagt, die anderen haben die Konzepte nicht. Wir haben sie. In diesem Leitantrag stehen sie. Ich habe 3 Kinder und 3 Enkel. Und Politik mache ich eigentlich auch für Sie. Und ihr habt alle auch Familie. Und wenn die Familie die Urzelle in der Stadt ist, dann brauchen Sie Wohnraum, dann müssen Sie versorgt werden, Sie brauchen die Infrastruktur. Und da muss auch Wohnen und Arbeiten auch zusammengedacht werden. Wir brauchen keine Entwicklung auf der grünen Wiese, wo wir nur Wohnungen hinsetzen und dort keine Arbeitsplätze schaffen. Sprich Elisabeth Aue. Zum Beispiel in Pankow. Der Druck in Pankow ist riesig groß, alle Flächen zu bebauen. Aber das muss nachhaltig sein, es muss effizient sein, es muss wirklich mit den Menschen gedacht werden und nicht gegen sie und für die Menschen. Das, was die ökologische Sanierung betrifft, ist es eine schwierige Situation. Wir haben die Gesetze, die jetzt von Bundesrecht verschärft worden sind, was die Gebäudesanierung betrifft. Und wir haben definitiv jetzt ein Urteil, dass sich eine ökologische Sanierung in einer Wohnung der GESUBA erst nach 20 Jahren rechnet. Und das kann nicht sein. Diese energetische Sanierung muss verträglich sein mit den Mieten und darf nicht zur Verdrängung der Leute aus ihren Wohnungen führen. Ganz wichtig. Und das ist ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Auf dem Mietenkongress haben wir noch damals sehr auf die Baugruppen gesetzt. Aber jetzt haben wir gesehen, und Andreas, ich danke dir besonders dafür, was du da nochmal die Genossenschaften in den Vordergrund gestellt hast. Genossenschaften organisieren sich selber. Und wir als Grüne, wer nicht wir, unterstützen diejenigen, die sich selber helfen können, wenn sie ihnen nicht geholfen wird. Es gibt welche, denen müssen wir helfen über die Wohnungsgesellschaften. Und die anderen können sich helfen über die Genossenschaften. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir diesen genossenschaftlichen Antrag wirklich weiterführen. Und da haben wir noch wirklich genug zu tun. Danke. Vielen Dank, Peter.